to the battle of a gun. Move like a ghost, we're gonna hit them where it hurts the most. Boss, here's your morning toast. Wir haben heute unsere Piratenshow und wir müssen jetzt hier ganz schnell machen, weil gleich Mitternacht kommt und unsere Silvesterwechsel von einem Jahr zum anderen, von einer Lichtgeschwindigkeit zur nächsten, ganz dringend ist. Wir haben ja hier mit Kultur angefangen. Heute den Preisträger für den Schokoladenpreis von Ludwig Sammlung Dollar Brand. Abdullah Ibrahim, der wahnsinns-afrikanische Jazzpianist in New York, hat den Preis bekommen von 2009 und er wird im Sommer 2010 im Nordrhein-Westfalen spielen. Und wir wollen mit unserem Kulturbeitrag zu unserer Party fortsetzen mit einer Lesung. Da haben wir den Telemat gebeten, heute sich vorzubereiten. Er ist ja nicht so ein großer Performer, aber ja, ich bin aber vorbereitet. Ich werde euch hier einen schön erzählen. Und zwar, wir haben ja die neueste Geschichte jetzt in den Berliner Manifesterörterungen herausgefunden, und zwar, wir haben sie genannt Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel. Hier habe ich jetzt Kalendergeschichten von Herrn Keuner. Der Herr Keuner wird manch einem bekannt sein, andere kennen ihn unter dem Namen Bertolt Brecht. Herr Keuner hat gefragt Herrn K., ob es einen Gott gebe. Herr K. sagte, ich rate dir nachzudenken, ob dein Verhalten je nach der Antwort auf diese Frage sich ändern würde. Würde es sich ändern, dann können wir die Frage fallen lassen. Würde es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich sein, dass ich dir sage, du hast dich schon entschieden. Du brauchst einen Gott. Oh, hier piratenmäßig, wir sind doch nicht großartig für Religion eingestellt oder so. Wo sind überhaupt die ganzen anderen Piraten geblieben hier? Ja, das ist immer der gleiche Quatsch. Die sind ja permanent am Computer spielen oder sie sind draußen rauchen oder sie müssen was zu trinken holen oder so. Oder dann kommt mal einer und sagt was und dann geht er wieder raus rauchen. Also so richtig kommen wir nicht zur Potte. Aber wo ist denn eigentlich hier Simon und Dietmar? Ja, wir sind doch hier. Wir haben doch hier heute Piratenveranstaltung. Wir wollen auch auf die Uhr gucken, dass wir die Uhrzeit nicht verpassen. Simon, was sagst du denn? Ja, ich bin Hamburger Jung. Ich mache ja hier nur für die Kinderporno die große Nummer. Ich habe heute schon, naja, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich würde sagen, wir eröffnen mal die Sitzung zum Berliner Manifest. Oh, unsere neue Glockenspiel- Szenerie ist ja supi. Also, wer kann mal was dazu sagen? Ich wollte mal sagen, wir hatten uns ausgedacht hier klare Sachen, ja, dass man was verstehen kann. Also, zum Beispiel unser Thema für die Piraten muss sein, wenn wir jetzt ein Wirtschaftsproblem haben, uns fragen die Leute, Piraten, was könnt ihr denn machen? Da müssen wir immer sagen, Intelligenz, IT, Fortschritt, Modernisierung, Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Nicht das Geld den Bankern schenken, sondern den Studenten. Also wir haben gesagt, die Demokratie ist keine Heilslehre, sondern nur eine der notwendigen Voraussetzungen, die es uns möglich machen, zu wissen, was wir tun. Wohl sollen wir denen vergeben, die nicht wissen, was sie tun. Aber es ist unsere Pflicht, alles zu tun, um es zu wissen. Und ich will euch noch was sagen, Piraten, falls ihr hier irgendwie Probleme habt mit dem Manifest. Ja, ich sage euch nur eins. SPD. Yeah! CDU. Yeah! Linke. Yeah! Grüne. Yeah! FDP. Buh! So, wir machen demnächst mit dem Handy einen kleinen Umruf mit Wasserbeuteln und dann gehen wir zur nächsten Party und sagen mal eben ganz kurz, yeah, wenn das neue Jahr angefangen hat, dann müssen wir gut aufpassen. Es kommt jetzt gleich der Jahreswechsel und wir wollen vorher noch etwas Wichtiges hören, um in den Jahreswechsel gut reinzukommen. Und zwar, wir sind eine Rechtsstaatspartei als Piraten und wir haben uns vorgenommen, dass wir auch keine kriminellen Sachen unterstützen und dass wir quasi eintreten für den Fortschritt. Und deshalb müssen wir auch die
Chaos Computer Club unterstützen, ist doch ganz klar. Ja, wieso Chaos Computer Club? Ja, weil der Chaos Computer Club die Sicherheitslücken schließt. Deutsche Männer und Frauen. Gleich ist es soweit. An der deutschen Wehrmacht. Wir sind schon aufgeregt. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Kamelle! Neue Jahr, es kommt jetzt gleich und unsere Zeit ist bald vorbei. And now, Mr. Churchill himself, he's unsmiling with that determined look on his face that we all know so well. Now listen to his ovation. Berliner Manifest. Wir diskutieren noch und schöne Party.